Pop ist bunt, schrill, blond und faltenfrei. Pop verlässt dich mit dem Klärasier-Gesichtswasser. Ist man irgendwann zu alt für Pop? Das sind Conny und Wilfried, zwei Berliner Beatles-Fans. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Pop ist für uns Herzblut, ohne Ende. Wir sind völlig fertig von der Arbeit und gehen dann abends zu einem Konzert einer Beatles-Coverband. Und die spielen Beatles-Musik und wir gehen auf die Tanzfläche und fühlen uns wie vor 40 Jahren. Das ist nichts. Und kommen nach Hause und am nächsten Tag können wir kaum krauchen. Aber so ist das eben halt. Das ist immer wieder. Früher hat hier der Sohn gelebt und Elektro gehört. Heute ist es ein Beatles-Museum mit sehr viel Liebe gemacht. Unser Sohn kann damit nicht so viel anfangen. Warum auch? Seine Popmusik ist eben eine andere Popmusik als unsere Popmusik. Der damalige Erfolg der Beatles ist heute kaum zu toppen. Im Tokyo Hotel muss ich auch noch mal so sagen, die sind für mich immer vergleichbar mit Beatles. Also ich sage, das ist ja heute wie damals. Die sind also, da gibt es jetzt die Bushaltestelle, wo die in die Schule gefahren sind. Das ist schon ein Wallfahrtsort für die Fans. Das finde ich schon ganz schön ähnlich, Tokyo Hotel, Beatlemania-mäßig. Aber mal sehen, wie sich das in 20, 30, 40 Jahren entwickelt hat. Ja, das passt mir gut. Die Beatles stehen bei Conny und Wilfried an oberster Stelle. Na dann, bis dann, alles Gute. Tschüss, Stefanie. Wir haben Bekannte oder auch Freunde, die damit nicht viel anfangen können. Sage ich aber ehrlich, dann müssen wir uns von denen ein bisschen distanzieren. Dann haben wir gesagt, gut, dann habt ihr eure andere Musik, Andrea Berg oder was weiß ich. Das ist dann euer Popgefühl. Wir bleiben bei den Beatles und das ist unser Popgefühl und da ist dann der Kontakt ein bisschen abgerissen. Ja. Conny und Wilfried gründeten 2002 den ersten Berliner Beatles-Stammtisch. Hello, little girl. Gemeinsam touren sie jährlich zur Beatles Week nach Liverpool. Hello, little girl. When I see you every day, I say. Genau so eine kaputten Beatles-Fan wie ich auch. Anders kann man das nie sagen. Das artet schon in Enthusiasmus aus oder Fantastereien oder wie auch immer. Popmusik denkt man natürlich an die Jugend. Und es ist natürlich auch so, dass man wahrscheinlich die Musik, die man in seiner Jugend während der ersten Liebe oder als man mit der Freundin in eine Disco gegangen ist, also in diese Pubertätszeit, ich glaube, die Musik, die man da hört, die bleibt. Die Musik ist zeitlos. Das ist wirklich, ich glaube, da ist ganz viel drin. Da steckt ganz viel drin. All my loving, I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. All my loving, all my loving, woo.